Manchmal ist sie eine Last. Dann kann sie wohltuend und befreiend sein. Was wir auch tun, die Verantwortung bleibt untrennbar mit unserem Handeln verbunden. Denn unser Leben, gar die ganze Welt, liegt letztlich in unseren Händen. Doch was ist Verantwortung überhaupt? Verantwortliches Handeln kann eingefordert werden durch gesellschaftliche Regeln, Gesetze, religiöse und moralische Werte. Sie kann auch in der Arbeitswelt von einer übergeordneten Person oder Instanz vorgeschrieben werden. In diesem Fall überträgt die übergeordnete Instanz die Verantwortung an die handelnde Person und erwartet, dass sie die vorgeschriebenen Ziele auch erreicht. Man kann freiwillig verantwortlich leben, indem man eine Aufgabe übernimmt oder sich für etwas einsetzt, das zum Wohle anderer beiträgt. Verantwortung heißt, für eigene Handlungen und die der anderen einstehen. Man sollte sich darüber im Klaren sein, was man tut, und bereit sein, zu seinen Taten zu stehen. Wie bringt man also Kinder am besten dazu, Verantwortung zu übernehmen? Wie viele andere Fähigkeiten entwickelt sich auch das Verantwortungsgefühl allmählich aus der Nachahmung der Eltern, sofern diese verantwortlich handeln. Doch ab dem Schulalter kann verantwortliches Handeln von den Eltern gezielt gefördert werden. Bereits kleine Schritte in die Selbstständigkeit können Kindern Verantwortungsbewusstsein vermitteln. Dafür muss ihnen genügend Spielraum zugestanden werden. Indem man sie ihre Schulaufgaben alleine machen lässt, signalisiert man, dass verantwortungsvolles Handeln nicht immer durch Kontrolle nachgeprüft werden muss. So lernt das Kind, sich um seine Angelegenheit selbst zu kümmern. Auch feste, regelmäßige Aufgaben im Haushalt bringen beständige Verantwortung ins Leben eines Kindes. Sie motivieren es, zum gemeinsamen Leben beizutragen. Das offene Zugeben von Misserfolgen und Fehltritten kennzeichnet einen verantwortungsbewussten Menschen. Kinder müssen ermutigt werden, ihre Fehler einzugestehen und sie auszubügeln. Bereits ein Lob für ein aufgeräumtes Zimmer kann verantwortungsvolles Handeln fördern. Denn Lob bedeutet Anerkennung und die Bestätigung, etwas richtig gemacht zu haben. Verantwortung übernehmen heißt, sich der Konsequenzen seiner Handlungen bewusst zu sein. Das können die Kleinen lernen, indem sie beispielsweise ihr Taschengeld selbst verwalten. Mit zunehmendem Alter sollten Kinder lernen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Indirekt können Jugendliche Verantwortung für sich und andere entwickeln, wenn sie sich in der Schule, neben dem Unterricht, an einem sozialen Projekt beteiligen. Menschen, die Verantwortungsbewusstsein besitzen, sind selbstbewusster und kompetenter im Umgang mit anderen. Verantwortung tragen zu können, ist eine wichtige Eigenschaft, um sein Leben erfolgreich zu gestalten.